Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon's Dogma. In der letzten Folge haben wir ein wenig Inventar rumgemacht, im Inventar rumgemacht, ein bisschen neue Fähigkeiten erlernt und sind jetzt dabei, nachdem wir den neuen Lindwurm-Jägerauftrag angenommen haben, unsere Party wieder besser zusammenzupacken. Und dazu sind wir jetzt im Rift und schauen uns einfach mal rum. Draußen haben wir eine Magierin gesehen, die wäre vielleicht gar nicht so schlecht, aber ihr seht, die sind jetzt hier zumindest alle Stufe 19 und die Jacinda meldet sich schon. Bitte, bitte lasst mich mit, aber nein, ich nehme nicht mit. Und ihr seht aber, die sind alle Stufe 19, Cassandra und Jett Stufe 16. Cassandra ist schon schick, aber zumindest Jett müssen wir ersetzen. So. Yes, Arisen. Huh. Bisschen gruselig, ne? Gucken wir mal. GP Krieger. Schauen wir mal. Schwertschleuder, Aufwärtshieb. Ja. Yes, Arisen. Das Ding ist natürlich, je mehr Riftsplitter wir investieren, desto bessere Vasallen können wir natürlich kriegen. Ein Hauptvasall sammelt Riftkristalle, wenn er online in anderen Welten unterwegs ist, also bietet ihn anderen Spielern an. Ja, das ist eigentlich ein schönes Element. Also man kann die Vasallen von anderen Leuten nehmen und die sozusagen sammeln dann Riftkristalle, also das, was man hier als Einheit braucht. Aber ich befürchte, dass dafür Olive mit 19, Stufe 19 noch etwas zu schlecht ist. Wir suchen jetzt mal nach Stufen suchen. Ich würde schon gerne. Ja, da sieht man auch Grundkosten 178. Oh, guck mal, wie schnell das. Da, also wenn wir viele Riftkristalle hätten, könnten wir natürlich einen viel stärkeren nehmen. Wir gucken aber jetzt mal nach. Sonst suchen wir mal. So, Pain. Levis. Den können wir uns, glaube ich, hier hinpacken. Und dann können wir nämlich gleich da. Ach, das Ding ist. Ja! Name des Vasallen. Ich glaube, das Menü verlassen, das können wir auch noch. Müssen wir mal gucken. Ach, shit. Jetzt haben wir Levis eigentlich schon. Gucken wir mal bei Valana, was die so kann. Wir hätten nämlich hier weiter gucken müssen. Blitzgeißel, Gunst des Donners, Blitzregen und Linderung. Valana. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir draußen die Delia doch nehmen können? Aber ganz ehrlich, ich würde jetzt gerne zumindest Stufe 21 mitnehmen, weil bis wir wirklich im Südwesten wirklich ankommen, das dauert. Und bis dahin sind wir selber, wahrscheinlich Olive und ich, weiter wieder hoch gelevelt. Von daher würde es sich da lohnen, etwas höher leveligere Vasallen mitzunehmen. So. Muss mal eben den schweren Kater hier von der Maus wegbewegen, der sich nämlich bei mir aufs Mauspad gelegt hat. Heieieiei. So, gucken wir nochmal ein bisschen weiter. Das Geschlecht ist mir eigentlich auch egal. Mir kommt es wirklich bei dem Magier drauf an, was für. Wir gucken noch mal kurz. Erzmagier. Dunkle Gunst. Ah, da können wir es nämlich auch sehen. Trägheit. Aber die können keine Linderung, ne? Also deswegen würde ich einen normalen Magier gerne mitnehmen. Die Linderung, die brauchen wir. Die brauchen wir. Das ist enorm wichtig. So, was kannst du denn? Frasil Eis, Drekanaka, Silentium. Feuerwall. Schade, 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 schade. Wir brauchen doch hier Linderung. Ich weiß, wir können sicherlich auch hier sagen, bitte, bitte. Heilige Gunst, Feuerwall. Bei Luz können wir wieder da. Silentium. Silentium brauche ich gar nicht. Frasileis da. Wer ist denn das? Dunkle Gunst, Scharlachroter Kussdonner, Eintrüben Linderung. Ah, Eintrüben Linderung, was kann der? Eisbrocken Kamin. Das ist doch auch nicht schlecht. Wer ist denn das? Weiblich? Adina.
So, und jetzt, also die können wir jetzt hier beschwören und dann kostet uns das was, wenn wir sie anheuern. So, das heißt, wir brauchen jetzt nochmal hier zum Beispiel wie Kewa jemanden. Aber da Rückzug, Schlag, Wilderhieb, Aufwärtshieb. Da aber nix. Müssen wir uns erstmal. Rückzug, Wilderhieb, da auch wieder nix, ne? Dum, 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 dum. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt das Interessanteste hier. Aber das gehört mit zum Spiel. Ich denke, das sollten wir, wie gesagt, Stufe 21, das sollten wir uns auf jeden Fall gönnen, weil ich befürchte, die haben alle keine Premiere, die haben nur Premiere-Sachen. Aber ich befürchte eben, dass wir Scarlet machen wir noch. Ich befürchte eben, dass wir bis dahin wirklich, dass es wirklich schwer wird. Akasia, was hat denn Akasia? Krieger auch weiblich. Schwertschleuder. Gucken wir uns einfach auch an. Und einen können wir noch. Jetzt habe ich, glaube ich, bis auf Louis haben wir nur. Wer bist denn du, Rin? Okay. Gut. Beschwörung läuft. Schauen wir mal. Hallo, Louis. Dann reden wir Wie geht's mal. dir? Was kannst du denn? Oh, der ist schon relativ weit. Das ist doch schön. Gucken wir mal, was Louis so kann. Phrasil-Eis, Drenaka, was ist das denn nochmal? Er schafft Ranken aus dunkler Energie, die einen Gegner vorübergehend betreuen. Ah, das haben wir bei Cassandra gesehen. Das ist wirklich, wirklich nicht schlecht. Dunkle Gunst feuert einen magischen Blitz ab, der die Waffe eines Verbündeten. Das ist natürlich auch schön. Aber Louis scheidet schon aus, hat keine Linderung. Das tut mir leid, Louis. Yes, Louis, du bist Elizabeth. raus. Nein, If Louis, you du should bist. ever need anything else, Ja, do das not ist fear. schön. Du bist aber jetzt raus. Da sind die anderen. Hallo, Andina. Yes, Arisen. Oh, wie süß. Die passt zu Olive. Entschuldigung. Ganz unscheinbar. Ganz unscheinbar, dieses Mädchen. Aber das heißt ja nichts, ne? Okay. Naja. Gunst des Donners, feuer deinen magischen Blitz ab. Eintrüben. Linderung. Sehr, 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 sehr wichtig. Eisbrocken, das habe ich schon gesehen bei Cassandra und Kaminkern ja selber. Was selber wirklich cool ist. Vermittlung, was ist das denn? Verringert den angesammelten Schaden, wenn der Anwender durch die fünf Erzmagien geschwächt wurde. Okay. Naja, Yes, ich würde Arisen. sagen, du bist angeheuert, weil. Ja. You cannot take on any more followers without releasing one of your current companions. Es tut mir leid, Cassandra, mach's gut. Du hast uns echt gute Dienste geleistet. Bye I bye. am honored to travel with you. Wer bist du denn? Also auf solche Masken stehe ich überhaupt nicht, ne? Also das. May our paths cross again. Vielleicht. Guten Tag. So. Jetzt haben wir noch. Scarlet sieht ja cool aus. Da haben wir jetzt gleich Yes, nur eine Arisen. Frauenparty, aber das ist egal. Schön wäre es jetzt nochmal den, ja, den anderen Angreifer. Wilderhieb, rasanter Vorstoß. Also schön wäre es, wäre ihr nochmal mit Jett jetzt zu vergleichen. Ihr stürmt mit gezückter Klinge voran und schlagt jeden nieder, der sich in den Weg stellt. Grausamkeit, was ist das denn? Erhöht die Tödlichkeit der Kernfähigkeiten. Okay. Ach nee. Das ist, wie gut die Sa Leute gegen. Ah. Jetzt entdecken wir hier was Neues. Gut gegen Harpier, Phantom, Zyklop. Eieieiei. Kobold. Ist jetzt Kobold ein Goblin? Kann man das sagen? Ja, ne?
Dann ist sie ja gar nicht so schlecht. Unsanftes Erwachen, auftragsrelevantes Wissen. Die Chiffre. Ach, da können wir das. Ah. Unsanftes hinfort mit dem hauptlockender Abgrund. Die Chiffre, das haben wir, ein unbekannter Auftrag. Okay, die hat aber kein Wissen. Aber das können wir. Ah, hier, von wegen. Das Ding ist natürlich. Das ist ja. Das ist wirklich sehr cool. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Yes, Arisen. If you should ever need anything else, Vielleicht, do not vielleicht, hesitate vielleicht, to meet vielleicht, me. vielleicht, vielleicht. Das heißt, wir müssten eigentlich jemanden haben, den wir. Achin ist auch eine Dame. Yes, Arisen. Der sozusagen Wissen hat über den. Ah, okay. Die ist natürlich noch nicht so. Da ist Rinnen deutlich besser. Rasanter Vorstoß, das hat sie auch. Grausamkeit hat sie auch. Okay. Aber das ist interessant. Kobold, Kobold. Ja, wunderbar. Schneehab hier sogar, das gibt's auch. Heidewitzka. Ja, okay. Langsam macht das Spiel. Wir sind hinfort mit dem hauptlockender Abgrund, die Chiffre. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie jetzt das heißt. Aber wir waren jetzt zum Beispiel nicht hier, ne? Wir waren da noch nicht. Wir können jetzt nicht Yes, raussuchen. Arisen. Ah. If you should ever need anything Also da else, muss ich do sagen, da not hesitate to gefällt meet mir Scarlett besser. Wir haben noch die me. Yes, Arisen. kleine Akasia. Eieieiei. Okay. Schauen wir uns das mal an. Nee, Scarlett, wilder Hieb. Schwertschleuder, wehrt gegnerische Gabe mit der flachen Seite der Klinge ab. Naja, hat das Ding eine flache Seite? Nein. Um sie überraschend in die Luft zu schleudern. Bollwerk, vermindert den durch physische Angriffe erlittenen Schaden beträchtlich. Auch nicht schlecht. Kobold ist da jetzt auch nicht besser. Okay. Unsanftes Erwachen. Ja, das ist schön. Die wissen eigentlich alles gleich. Yes, Arisen. If you Also, should ever need anything else. das Ding ist, wir können noch mal kurz. Wir reden noch mal mit Jet. Is everything in order, Master? Ja, eigentlich würde ich dich ja gerne behalten, ne? Aber du bist leider, leider zu schwach. Hier, Jet, was der für Sachen hat. Da gucken wir mal. Ja, es ist immer. Kobold. Ja, Kobold, die sind alle nicht schlecht gegen Kobold. Die haben alle das gleiche Quest. Is Also. everything in order? If you should ever need anything else, do Ja, not Jet, ich hesitate to mag meet dich ja. Weil Jet irgendwie im Gelände hat er eine tiefere Stimme, glaube ich, als das. Andina ist ja wirklich schnuckelig. Louis Leonard. Ah, nee, du nicht. Scarlett. me. Yes, Arisen. Ich heuer dich an. Du warst. Moment. Can I be of use? Wir gucken nochmal ganz kurz. Can I be of use? Wir können natürlich nochmal neue beschwören, aber ich glaube, das bringt es jetzt auch nicht. Soll ich nochmal neue zoomen? Ich nehme Scarlett mit, komm. You cannot take on any more followers Ja, without das releasing weiß one ich, of your das weiß ich, current weiß ich, companions. weiß ich. Lieber Jet, es tut mir leid. Bye bye. I am honored to travel. May our paths cross again. Alles Gute, Jet. So, jetzt haben wir geballte Frauenpower. Und da bin ich mal gespannt. Also, wir können. Huhuhu, hört mal eben alle auf zu reden. So. Wie ihr gesehen habt, wir können wirklich uns angucken, welche Gebiete sie kennen und welche Quests eigentlich gar nicht so schlecht sind. Aber das Ding ist. Moment, wo wollte ich gucken? Aufträge. Die beste Festung. Ja, da kannte sich niemand mit aus. Vielleicht schon, aber zumindest im Südwesten. Ja, jetzt haben wir natürlich niemanden, der sich damit auskennt. Könnten natürlich noch mal hier gucken, Hello. aber Can I das wäre jetzt natürlich total dumm. Wir gucken aber trotzdem noch mal kurz nach. Unsanftes Erwachen und fort mit dem Haupt. help you? Nee. Then I bid you farewell. Ja, das ist schön. Nee, wir lassen das so. Wir nehmen jetzt niemanden mit, der sich da auskennt. Das ist zwar schade. Wer bist du denn?
Na, du hast aber einen Wams. Und eine Hotpants. Ups, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich nur drehen. Now you struggling. Nein. Can't run forever. Guten Tag, Felice, zum zweiten Mal. Do as you're told and a bit of coin will buy your freedom. Okay, wir gucken mal kurz. Hatte ich nicht irgendwie einen Schlüssel oder sowas? Nein. Hallo? Hallo, komm wieder. Hört ihr ihn laufen? Da, danke. Ja, hier kriegst du deine 5000 Gold. Ah, der Witzka, ey. We know not what's inside. We'll face a fierce battle, no doubt. Oh, herrje. Okay. Jetzt wieder alles anlegen. Da ist uns einmal wieder der Mausdings ausgerutscht und dann. So, gucken wir mal. Wandertracht für. Nee, zur Ausrüstung. Ah, da. Dann könnten wir mal. Nee, das ist immer noch besser. Okay, also diese Wanderkleidung ist wirklich. Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen stoppe. Achso, das ist das Dolch. Nein. Alles gut. Alles gut. Oder können wir zwei? Wir können zwei. Aber der ist Dolch, ne? Ring des Dolchmeisters. Schwächungswiderstand. Na, ist egal. Wir können zwei Sachen ausrüsten, dann ist alles gut. Ah, schade. Ist uns einmal die Maus wieder ausgerutscht. Ich fasset ja nicht. So. Guten Tag. Du hast auch ein Quest für uns. Wer bist du denn? Funival. I find myself in a situation most dire. Dann lass mal hören. To sell some land I own, to raise capital. But I must first evict those who live upon it. Na. Um Kapital zu beschaffen. Du willst Land verkaufen und da leben welche drauf. Und wir sollen jetzt die Drecksarbeit für dich erledigen. This typically requires a rather involved procedure, but times are dire, and I wish the current residents gone with all haste. Also. They'll not hear this proposal from me, but from the Arisen. They are like to weigh it carefully. So, er meint, dass der Erweckte da etwas bewirken kann. Also, ich muss da ganz ehrlich sagen, hätte mir jetzt gesagt, ja, da sind Goblins, da ist irgendwas Böses. Okay, aber jetzt da einfach irgendwelche, oh nee, mir passt das jetzt nicht, mir ist da Leben. Ja, ja. Was? Zu verkaufen? Ich zahle eine stattliche, etwas Seltenes. Was hast du denn zu verkaufen? Geldbeutel der Wohltätigkeit. Ein Geldbeutel, dem nachgesagt wird, seinen Träger von allen materiellen Gelüsten zu befreien. Er ermöglicht es, Taler als Wurfgestalt. Nein. Lazarus-Splitter. Oh, 15.000. Nee. Nee. Da finden wir vielleicht nochmal irgendjemanden. Ja, wir gucken mal kurz, was du uns da so zahlen würdest. 1.600 Balsam-Rauchwerk. Ich habe benutzt es im beträchtlichen Maß an Gesundheit. Für die ganze Gruppe. Nö. Das ist bestimmt verhindert, dass die Ausdauer einer Person nachlässt. Das ist auch schön. Nö. Das ist alles meins hier, würde ich sagen. Die Laterne. Brauchen wir selber. Zielkristall. Ein Gold. Schwachsinn. Nein. Tschüss, Funival. Komischer Kerl. So. Jetzt ist die Folge auch schon wieder fast rum. Mensch.
Ja. Und wir haben keinen Guide, weil sich, glaube ich, keiner von uns jetzt da mit dem Quest auskennt. Oder mit der Gegend vor allem. Aber wir haben die Gegend vielleicht schon, aber wir haben die Gegend noch nicht entdeckt und das ist noch als unbekannter Ort geführt. Was wir jetzt aber als erstes machen, wir müssen mal unser Inventar, nicht Inventar, aber wir müssen uns mit genug Heilmitteln versorgen und vor allem, ist der Laden nicht normal auf? Nein, ich bin nicht da. Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal verbessern. Das können wir auch nochmal. Wir gucken mal, ob es was Besseres gibt. Waffen. Halsabschneider. Wir gucken gleich mal. Ah, da gibt es doch hier neue. Blüte der Wahl. Oh, ist das teuer. Was ist das besser? Aber oh, naja. Also Magie ist es. Ist aber auch ein bisschen, ne? Also das lohnt sich hier nicht. Das lohnt sich ja auch nicht. Gepanzerter Stab. Wieso kann ich das nicht? Achso, das ist wirklich nur für... Okay. Magieschleuder. Die haben wir ja schon. Weiße Kappe. Da können wir uns natürlich insgesamt... Wie sieht das aus? Tiara. Ja, wir haben das Gesamtpaket. Das ist ein bisschen schwierig. Wir müssten uns eigentlich mal was zusammenkaufen, um zu gucken, ob das vielleicht alles besser ist als das, was wir da... Es sollte wahrscheinlich das und das alles... Oberbekleidung. Mahagoni-Umhang. Gelehrten-Umhang. Oh, das macht's da oben aber schon ein bisschen stärker, das schwächer, aber ich denke mal, das ist insgesamt dann in der Kombination mit den anderen Sachen. Ah, wir haben genug Zeugs, wir haben genug Zeugs. Ich würde vorschlagen, ich gucke mir das alles mal offscreen an. Und melde ich mich. Ah, wir können unsere Sachen hier noch verbessern. Das sollten wir vielleicht machen, aber wir haben kein Silbererz. Wo können wir denn Silbererz kaufen? Oder Greifenfittich? Ach, das haben wir eingelagert, ne? Ah, das ist auch teuer. Aber wir können die Sachen besser machen. Habchenschweif. Ich gucke mal, ich mache das mal offscreen. Und dann melde ich mich quasi wieder mit der neuen Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Und ja, kommt gut durch den Tag bis dahin. Und weil die nächste Folge gibt es ja auch schon morgen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Lasst einen Daumen da, ich würde mich freuen. Bis dahin und tschüss.